Wir unterbrechen die Sendung für eine Eilmeldung. Guten Tag und willkommen bei dieser Sondersendung der Mana News. Phase 2. Sie ist anscheinend langsam in der Vorbereitung. Der öffentliche Testserver ist online und damit gegen einige Neuerungen aktiv. Wir schauen uns die wichtigsten Dinge im Schnelldurchlauf an. Heroic Plus Dungeons oder auch Titan Rune Dungeons genannt sind aktiv. Beim Betreten der jeweiligen 5 Spieler-HC findet ihr eine schwebende Rune vor euch. Wenn ihr diese zu 5 aktiviert, erscheint ein Orb namens Defense Protocol Alpha. Hier ebenfalls nochmal auf den Knopf gedrückt, bekommen alle Gegner einen auf dem Dungeon-Hub bezogenen Runenbuff. In unserem Fall waren wir in der Burg Utgard. Hier haben alle Feinde die Frostrune mit 30% erhöhten Schaden, 100% erhöhtes Leben sowie den Effekt, bei einem zufälligen Spieler einen Eisboden zu erschaffen, der einiges an Schaden verursacht, sollte man drin stehen bleiben. Derselbe Effekt wäre nun zum Beispiel auch in Turm Utgard. Die 30% erhöhten Schaden sowie 100% erhöhtes Leben sind in den meisten HCs derselbe. In der violetten Festung, dem Nexus sowie dem Oculus werden Spiegelbilder der jeweiligen Kreaturen erschaffen. Das gilt auch für Bosse, wobei diese allgemein mit wenigen Schlägen getötet werden können. In den Spinnen-Dungeons in der Drachenöde könnt ihr bei einem Treffer eingenetzt werden. In Traktaron oder Zultrak müsst ihr die Gegner aus der roten Suppe am Boden ziehen, da diese sonst Leben zurückgewinnen. In Stratholm bekommt ihr eine Krankheit. Wird diese nach 60 Sekunden nicht entfernt, verwandelt ihr euch in einen Zombie. Mit diesem habt ihr sogar Fähigkeiten. Deckt euch dazu am besten mit Weihwasser von Stratholm ein. Dieses findet ihr im Kisten am Straßenrand. Hiermit könnt ihr euch selbst reinigen. Eine jeweilige Klasse, wie zum Beispiel ein Priester, kann euch aber auch ganz einfach die Krankheit entfernen. In der Halle der Blitze und Halle der Steine im Sturmgipfel erhalten die Gegner 5% mehr Schaden, 190% mehr Leben sowie einen Debuff, welcher euch pro Stack 1% mehr Schaden verteilen, allerdings auch 2% mehr erleiden lässt. Jeder Boss lässt epische Gegenstände aus dem 10er T7 Content fallen. Der letzte Boss sogar ein 213er Item. Die bestehenden blauen Items gibt es aber natürlich auch noch. Es gibt außerdem einen neuen Erfolg, bei dem ihr alle Dungeons im Heroisch Plus Modus abschließen müsst. Ab Phase 2 bekommt ihr außerdem Embleme der Ehre aus T7 Raids sowie HC Dungeons. In Uldur gibt es die neuen Marken namens Embleme der Eroberung. Es hat außerdem die erste Phase des Agentum-Turniers begonnen. Hierbei wird das Kolosseum für Phase 3 weiter aufgebaut. Zudem sind schon die ersten Daily Quests verfügbar. Das Item-Level aus Uldur wurde, wie auch schon vor längerem angekündigt, um einige Punkte erhöht. Es hat vor allem den Grund, dass die Items aus Phase 3 und dem damit erscheinenden Raid namens Prüfung der Kreuzfahrer nicht jegliche Gegenstände aus Phase 2 sofort ablösen sollen. Es soll sich nach wie vor lohnen, weiterhin Uldur zu raiden. Vermutlich wäre man aber auch sonst noch regelmäßig nach Uldur gelaufen, da man es auf ein paar Core-Items sowie vor allem den legendären Hammer namens Valanir abgesehen hätte. So fühlte sich dann aber doch deutlich belohnender an. Es wurden einige spannende Dinge von Dataminern im letzten Bild des PTRs gefunden. Unter anderem scheint es Anpassungen für das Auktionshaus zu geben. Es könnte demnach sein, dass dieses optisch überarbeitet wird und in Richtung Retail AH geht. Es scheint so, als würde der Fraktionswechsel mit der zweiten Phase erscheinen. Es gibt vor allem der String namens Char Faction Change Arena Team von sich. Hier scheint es so, dass dieser dafür steht, dass man keinen Fraktionswechsel machen kann, wenn man sich noch in einem Arena Team befindet. Ganz offiziell ist es noch nicht, wir würden uns aber wundern, wenn dieser nicht mit der zweiten Phase erscheint. Es scheint außerdem so, dass das Arena-Punkte-Cap von 5000 auf 10.000 Punkte erhöht wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Einschalten und natürlich immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.